Ich bin Christine Eilers. Ich lebe in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg. Und ich lebe hier mit meinem Mann Tizian und mit meinem Hund Oskar. Im Alter von 28 Jahren habe ich die Diagnose Darmkrebs bekommen. Ich hatte tatsächlich immer Schmerzen, wenn ich mich gebückt habe zu meinen Füßen. Und habe eigentlich sofort gemerkt, dass irgendwie was nicht normal ist. Und so hat mein Hausarzt vorgeschlagen, dass ich doch mal zur Darmspiegelung gehen soll. My name is Thomas Rösch. I'm a professor of gastroenterology at Hamburg University Hospital. If you look at the number of colorectal cancers worldwide, there are about 1.8 million new cancers diagnosed every year, and still 800,000 people are dying from it. But medical technology has been greatly developed in recent years. Endoscopy, that's the plaque tubes with a little camera at the top, which we gently put into people and look into their inside. Colorectal cancer is a serious disease, but in contrast to most other cancers, you can catch lesions which are precursors. You can take them out, and that's probably the most perfect form of cancer prevention. Als der Arzt dann ausgesprochen hat, dass es tatsächlich Krebs bei mir ist, da kamen ganz viele Gefühle eigentlich auf einmal, als würde ich in einem Albtraum mehr oder weniger festsitzen. Wann muss ich sterben oder muss ich daran sterben? Das war tatsächlich meine erste Frage. An alle, die Angst vor einer Darmspiegelung oder sonst irgendwas haben, macht das halt einfach. Eine bessere Vorsorge gibt es nicht. Und wenn es zu spät ist, dann erwartet euch einfach noch was viel Schlimmeres. Die Chemotherapie, die ich dann bekommen habe, das war ein halbes Jahr in Tablettenform. Aber zum Ende der 6 Monate war es halt tatsächlich dann auch so weit, wo ich gesagt habe, oh, ich bin froh, wenn das einfach nur vorbei ist. Guckt euch meine Hände an. Ich habe nur noch Schmerzen. Lasst euch einfach frühzeitig untersuchen, damit euch sowas erspart bleibt. Egal wie unangenehm das ist, das, was man damit verhindern kann, wäre viel schlimmer. A young person like Christine having colorectal cancer, it's very tragic. Hello. Hi. Usually colorectal cancer is a disease which is more frequent above the age of 50. I think Christine's mission is very important, to make people aware what they should do when screening starts at the age of 50, when screening should start earlier, because you have a positive family history, your father or mother had cancer, then you should start earlier. Or when you are even younger and do not have a family history, but some new onset symptoms, which are obscure and you have a little bit of blood in the stool, then it's important not to feel ashamed or to be afraid of the test. Go for the test, it will save lives. So, die Zeit, die mir jetzt geschenkt wurde, habe ich mir vorgenommen, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, eine Familie zu gründen, irgendwann mit Tizian im Schaukelstuhl zu sitzen, Enkelkinder zu bespaßen und ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wünsche ich mir auf jeden Fall eine gesunde, lange Zukunft.